Liebe Game-Freunde, willkommen zu GamesTVs neuem Format. Das ist die zweite Ausgabe von GamesTV spielt. Ja, zweite Ausgabe, aber etwas ganz Besonderes auch, oder? Was haben wir? Ja, wir spielen ein ehemaliges exklusives PlayStation-Spiel, jetzt auf der Xbox One. Ja, da müssen wir nicht lange drüber reden. Das gab viele, viele Diskussionen. Und es ist natürlich die Lara, die hier neu wieder eintrifft auf der Xbox One. Und wie heißt das neue Abenteuer? Ja, wir wissen es nicht genau, deshalb reden wir schon lange um das Spiel herum. Aber ich glaube, es heißt Rise of the Tomb Raider oder so. Genau, Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider haben wir doch hier. Und ja, wie gesagt, also das ist natürlich die Ikone schlechthin. Klar, das Spiel gab es auch auf der PlayStation, auf Sega Saturn damals, oder? Aber trotzdem, diese Dame, die wird dann schon in Verbindung gebracht mit Sony, mit der PlayStation. Aber jetzt aktuell, zeitexklusiv, ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Stört es uns das? Nein, dann spielen wir es halt auf der Xbox One. Klar, wer natürlich nur eine Konsole hat, in einem Jahr kommt es ja auch für die PlayStation 4 raus. Für den PC kommt es ja auch noch. Ja. Und PlayStation 4-Besitzer können ja dann irgendwie Anfang nächstes Jahres noch Uncharted spielen. So sieht's aus. Da ist natürlich dieser Titel dann exklusiv da. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Wir möchten doch sehen, wie sich Lara in ihrem neuesten Abenteuer schlägt. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Also das ist ja ideal für dich. Hast du immer so gemacht? Kann mich erinnern, egal welches Spiel, was auch immer, da wurde übersprungen. Natürlich für mich die Story immer sehr relevant. Jetzt in diesem Fall gehen wir aber doch in die eisige Kälte. Passt ja wirklich. Ja. In der Schweiz haben wir schon Rekorde gebrochen in diesem Jahr. Schon minus 23 Grad war es. Ja. Wir sind auch gehärtet. Ich habe jetzt eher an den Sommer gedacht, an den Winter, diese Rekorde. Ja, die gab es auch. Also dieses Jahr ist das Jahr der Rekorde. So, wir sehen mal schauen. Ja. Lara, die Arme ist hier auf dem Berggipfel und was wir aber sofort sehen, was mich wirklich beeindruckt hat an diesem Game, ist die Optik. Also, da geht so einiges, oder? Ja, also sieht wirklich schön aus. Du kannst dich ja mal ein bisschen umsehen. Ein bisschen links, rechts. Ja, also wirklich. Das ist natürlich hart für die arme Dame jetzt gleich hier in diesem Schneesturm. Ja, wobei. Ich muss ja sagen, sie hat immer kalt. Egal wie lange man spielt, sie ist immer ein bisschen unterkühlt. Aber wenigstens, also sie hat schon mal eine Jacke an. Also da ist schon ein bisschen mehr. Es ist zwar nicht zugeschlossen, aber auch hier kann man sagen, ja, die Figur ganz neu definiert, natürlich seit dem letzten Tomb Raider schon, aber gegenüber früher. Schon eine gewisse Veränderung da, oder? Ja, also man merkt ja irgendwie so, der letzte Teil war also ja mehr so Uncharted. Ganz genau. Und jetzt hier, muss ich sagen, finde ich es wieder die Mischung ein bisschen besser. Es ist nicht nur Action, es gibt auch wieder mehr Klettereinlagen, mehr Elemente, wo man auch Rätsel lösen muss, etwas suchen muss. Das finde ich eigentlich gut. Und dann, wenn man so das Gefühl hat, jetzt habe ich es gesehen, jetzt will ich auch wieder mal Action, genau dann kommt auch Action. Also diese Mischung, das finde ich so toll an dem Spiel. Also wirklich, die Mischung ist hier, ich finde es fast besser ein bisschen als Uncharted. Nicht Uncharted finde ich als gesamtes Spiel besser. Aber so von der Abwechslung her finde ich das wirklich sehr, sehr gelungen bei diesem neuen Rise of the Tomb Raider. Ja, und was mich beeindruckt hat, es ist kein Open-World-Spiel, aber oftmals hat man echt das Gefühl, also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und wie gesagt, also die Neuinterpretation, die es ja schon gegeben hat und jetzt hier diese konsequente Weiterführung, das ist wirklich ein ganz starkes Stück, was wir hier gemacht haben. Und wie ihr seht, der typische Einstieg, was wir hier haben, sehr actionreich, sehr einfach von der Tastaturbelegung. Also später ist das ganz anders. Also da sind sehr viele eigentlich Rollenspielelemente drin, oder? Wie man die Baumstruktur, wie man sich
erweitern kann. Das ist richtig toll gelöst hier. Genau, das, also die meisten kennen es vielleicht vom Vorgänger. Ja. Da gab es das auch schon. Da gibt es nicht so viele Neuigkeiten, natürlich neue Waffen und so. Aber das Prinzip hat man beibehalten. Warum wechseln, wenn es toll ist? Also ich finde das auch, das ist wirklich gut gelungen. Und einfach, ich finde die Mischung ist wirklich toll. Auch besser, es gibt jetzt wirklich viel, viel mehr Tombs. Also es geht ja darum, diese Grabmäler zu räubern. Und das kann man hier wirklich viel, viel öfters. Leider, wirklich leider, ist es wieder sehr oft optional. Ja. Ich hätte das ein bisschen forcierter gewünscht, weil ich erwarte das bei Lara. Aber es gibt mehr und eben, man kann sie dann machen. Ich habe sie immer ausgegeben. Ja. Ja, genau. Du findest halt unglaublich viel dann später auf der Map, wo du hingehen kannst, eben bewusst nicht musst. Also von daher die freie Entscheidung, die man da treffen kann. Und die sind halt richtig gut. Ja, also die sind wirklich toll. Man muss auch ein bisschen überlegen. Das mag ich. Es ist nicht alles so, ja, so telefoniert, wo man genau sieht, ja, hier, da muss ich genau das machen. Das. Natürlich, man wird herangeführt, aber dann die späteren sind doch knifflig. Man muss überlegen und genau das will ich ja. Ja. Sonst können sie mir auch nur Action geben, wenn ich, ich sage jetzt mal, stupid, was ich aber gerne mache, ballern. Ja, genau. Also auch das ist hier drin. Ja, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen. Wie gesagt, das ist jetzt hier so der Anfang. Und ich denke, das ist eigentlich auch eine super Sache, mal zu switchen, ein wenig später in das Spiel reinzukommen. Also hier eine Spoilerwarnung. Wir sind dann doch schon ein Stückchen weiter drin jetzt. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Roger. Computergegner sind ein bisschen. Naja. Oh, jetzt haben sie es doch gesehen. Ja, hallo. Ja, ja, so gesehen. So einfach geht es denn doch nicht. Kein Problem. Wir haben ja auch Waffen. Oh, dann, nee. Also nicht gleich dann auch. Lara ist klar. Selbst tot, das hat sie sehr gut gemacht. Ja, wie ihr an dieser Szene gesehen habt, dieses Spiel ist nicht für zart gesagt. Nein, es ist wirklich ziemlich brutal, muss man sagen. Mhm. Das Spiel ist auch nicht umsonst, glaube ich, ab 18. Ja. Was man hier auch immer sieht, hier kann man hoch. Es ist wirklich auch optisch immer so gehalten, dass man sieht, was man machen muss. In der Regel, natürlich muss man auch mal überlegen. Und für... Es gibt noch diesen Superstrahl, oder? Der genau, ist hier diesen Modus, wo man dann immer sieht, da geht's hoch. Ja. Und das ist so ein bisschen... Ja, ich finde das aber toll, weil... Ich wollte schon fragen, so grundsätzlich, wie findest du das in Spielen? Solche extremen Hilfen? Es ist schwierig, es ist... Ja, das ist wie beim Rennspielen, kann man zurückspulen oder nicht. Aber ich muss es ja nicht nutzen, also es ist ja mir überlassen. Aber ich finde es halt irgendwie hier hilfreich, weil es ist doch weitläufig. Es gibt Sachen, die ich nicht von Anfang an erkunden kann, weil ich Sachen nicht habe. Gegenstände muss ich erst finden. Und da hilft es mir dann halt doch, nicht irgendwie eine halbe Stunde Zeit zu vergeuden an einem Ort, der mir nichts bringt. Ja, und die Spiele sind nun mal heutzutage riesig in den meisten Fällen und es passt doch, wie gesagt. Also ihr müsst es nicht nützen, wenn ihr da hardcore unterwegs sein wollt. Ich bin auch total für solche Hilfen und man kann ja trotzdem noch sterben, wie man hier so sieht. Ja, aber so unser Eindruck, ihr hört das raus, wir sind wirklich begeistert. Das ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Gibt es Leute, denen wir das jetzt nicht empfehlen würden? Nee, also ich denke einfach, klar, weil kein Spaß hat, dann ballern und suchen. Aber nee, es ist wirklich ein Spiel, das man haben muss. Eines der besseren Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Mhm. Ein Grund, sich die Xbox One, oder es gibt es ja auch für die 360, aber sagen wir jetzt für die Xbox One zu kaufen.
Nee, wenn du eine 360 hast zum Beispiel nicht. Das sieht nämlich sehr gut aus. Ja. Es ist dasselbe Spiel, man hat nichts weggenommen, einfach durch optisch nicht ganz so. Mhm. Ja, eine Xbox zu kaufen, wegen einem Spiel, nee. Immer so eine Frage, oder? Das gibt es einfach heute nicht mehr, denke ich, dass man wegen einem Spiel das kauft. Aber du hast viele gute Spiele auf der Xbox. Halo hast du, also auch exklusive Titel. Ja. Wenn du keine Konsole hast und mit Tomb Raider anfangen willst, kaufst du eine Xbox One. Ja, also von daher jetzt, Weihnachtsgeschäft, was und drum und dran, also können wir da ganz bestimmte Kaufempfehlungen aussprechen. Und wie ihr es gehört habt, also ganz, ganz, ganz viel Gutes in diesem Spiel und das freut uns natürlich. Wir sind Videospiel-Enthusiasten und das ist es ja, was uns auszeichnet, Games TV auszeichnet. Wir haben Spaß am Spielen und wenn so etwas zu uns in die Redaktion kommt, das freut uns ganz besonders. Ja, wir sind soziale Gesellen, die Games Crew, und da interessiert uns natürlich auch immer, gibt es etwas für mehr Spiele? Zum Glück nicht, nein. Ja, und deshalb, vielleicht war das auch der Grund, sie haben auf die Games TV Leute gehört, haben es rausgenommen und jetzt gibt es dann hier ganz viele verschiedene Missionen, die man nochmal spielen kann, und hier geht es einfach darum, Punktejagd, und das haben wir natürlich immer gerne, Highscores knacken. Ja, als Arcade-Fans natürlich macht das richtig Spaß. Es geht hier wirklich auf Zeit. Ja. Und es ist eine gewisse Online-Komponente, weil man sich mit seinen Freunden messen kann. Ja. Ja, und wie gesagt, also das ist wirklich sehr arcadig und das gefällt uns natürlich ganz, ganz, ganz gut. Arcade-Fans der ersten Stunde. Und ist das ein Pluspunkt für das ganze Spiel, wenn du so alles anschaust? Macht schon Laune zwischendurch. Ja, es macht Laune, aber für mich ist natürlich die Hauptgeschichte das Wichtigste. Ja. Und dann ein bisschen hier noch was Zusätzliches zu haben. Warum nicht? Das ist der schöne Bonus eben. Also ihr seht, das ist ein Gesamtpaket, das wirklich uns rundum zufriedenstellt. Und das wäre es dann eigentlich auch von der zweiten Ausgabe gewesen, wo ein Gamester spielt. Und er drückt sich hier noch so richtig durch. Und natürlich ist es auch so, dass wir sehr, sehr oft und sehr, sehr viel spielen, aber nicht nur, sondern wir machen noch anderes für euch. Ja, wir sind teilweise auf den sozialen Netzwerken unterwegs und wir haben noch einen Audio-Podcast in unserer schönen Muttersprache. Ja, wie ihr das natürlich hört, Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch, das ist dann unsere Hauptsprache da in diesem Audio-Podcast. Aber nun ja, wieso nicht? Könnt ihr euch auch gerne anhören. Haben wir immer sehr viel Freude dran. Insgesamt, wie ihr seht, ist das jetzt die zweite Ausgabe gewesen von Games Verspielt. Da werden wir natürlich weiter fortfahren. Macht uns richtig, richtig Laune. Und ja, ihr könnt uns wahrscheinlich auch bald schon live bewundern. Twitch, da sind wir auch dabei. Da sind wir auch überall und auch der Tod ist nicht weit. Schon wieder am Ende. Wir sehen uns, zockt viel, habt Spaß dabei.